So, willkommen zurück zu meinem Let's Play von Fußballmanager. Und es hat sich ein paar Sachen geändert. Dazu komme ich aber gleich. Erstmal, es hat sich die Musik ein bisschen geändert. Ich bin mal weg von Monster Cat. Ich hoffe, dass die Musik auf YouTube anerkannt wird. Deswegen werde ich auch erstmal nur eine Folge jetzt aufnehmen, die Rendern hochladen. Und mir hier einen Sicherheitssafe machen und halt gucken, ob die Musik GEMA-frei ist. Ich kenne die Gruppe nicht. Also ich kannte sie vorher nicht. Vielleicht funktioniert es so, das ist MTBRD. Und das Baytape, das habe ich mir eben mal gekauft. Und super geil. Wenn hier, jetzt wird hier wieder nur so komisch angezeigt. Ich hätte aber gerne das. Das habe ich nämlich bei Quabblecop, glaube ich, heißt der YouTuber, ja, Quabblecop. In einem seiner Videos habe ich das im Hintergrund gehört und habe so lange nach dem Lied recherchiert, bis ich es gefunden habe. Ja, und zum anderen, es hat sich an der Aufstellung etwas getan. Ich habe mich mal hingesetzt, ich war ja nicht so ganz zufrieden, wie die Mannschaft gespielt hat. Und ich habe meine neue Aufstellung kreiert, sage ich mal. Und zwar spielen wir jetzt, ich habe es 4-2-4 genannt. Man kann es auch 4-1-1-4 oder 4-1-5 nennen oder was auch immer. Ich habe es 4-2-4 genannt. Ja, wir haben jetzt eine 4er-Abwehrkette, nur noch einen zentralen Mittelfeldspieler. Ein Offensiv-Mittelfeldspieler, rechts, links, außen und zwei Stürmer, eine hängende Spitze wegen Gabriel und einmal einen normalen Stürmer. Und die Taktik dahinter sieht wie folgt aus. Wir machen weiter Abstöße. Wir haben diesmal kein Konterspiel mit drin. Wir haben eine sehr offensive Abwehrreihe, weil mir hat das ja nicht gefallen, dass wir immer so defensiv, trotz dass wir offensiv gespielt haben, haben wir trotzdem immer noch defensiv agiert irgendwie. Keine Ahnung. Und ja, das Passspiel ist vom Kurzpassspiel auf lange Bälle. Auch etwas risky gemacht. Dann kommen wir nicht mehr über die Flügel. Oder ist, also wir kommen nicht mehr variabel über egal welche Seite. Sondern wir kommen straight durch die Mitte. Mit dem Kopf durch die Wand. Wir haben sehr hohes Pressing. Frühe Flankenposition. Nicht so hohe Flanken. Ne? Damit auch Gabriel mal an den Kopfball kommt. ja, die Anweisungen habe ich gemacht, dass die, am besten erstmal die Laufwege, genau. So, bei den Laufwegen sieht man jetzt quasi, jeder kümmert sich um seine Hälfte des Spielfelds, kann man sagen, habe ich mir so gedacht. Die Defensive und auch die Zentrale bleiben eher auf der unseren Seite und die Offensive kümmert sich straight um die Offensive. Damit will ich halt erreichen, ja, dass wir im Angriff immer mehr Leute haben. Wenn man das versteht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich auch die Laufwege etwas kürzer gemacht, damit die Leute nicht so 100 Kilometer laufen. Und dann auch ein bisschen ausgeruhter sind, gegebenenfalls. Und ja, dann jetzt zu den Anweisungen, die jeder Spieler hat. Wir spielen sehr, sehr wenig Flanken aus der Defensive raus. Auch hier. Die Zentrale macht weniger Offensivaktionen. Dann. Ja, die bleiben, sind ziemlich spielgebunden. Dann haben wir auch weniger Kreativität, sage ich mal. Also, dass die Spieler machen können, was sie wollen, haben wir weniger. Ich kann ja gerade zum Beispiel mal Özil zeigen. Der agiert eher nur positionsgetreu, wenig Flanken, viel Vorstöße und wir haben in der ganzen Mannschaft jetzt ein aggressives Vorgehen an den Ball. Die Stürmer sind auch sehr positionsgebunden und die Außen, hier, die sind beide gleich eingestellt. Die Außen haben jetzt auch eine enge Positionstreue.
Hohe Tacklings, also aggressive Tacklings und Vorstöße und auch wenig Flanken. Damit will ich halt die ganze Zeit diese langen Bälle vermeiden. Und ja, ich habe mir diesmal echt mal Gedanken darum gemacht, was ich hier mache. Und ich hoffe, es funktioniert so. Und wir können es eigentlich direkt mal ausprobieren, weil wir haben ja jetzt direkt Basel als nächstes, also keinen so schwachen Gegner. Das heißt, ich werde gerade noch mal ein bisschen variieren. So, so möchte ich nämlich gerne spielen. Und dann gehen wir mal weiter bis zu Basel. Vorher reden wir nochmal mit unseren Leuten hier. Jo, Sané, du trainierst Jod. Und ich hoffe halt, dass wir dadurch jetzt diese Kurve mal kriegen, dass wir mal mehr aus der Mannschaft rausholen. Ich habe diese Aufstellung schon bei einer anderen Mannschaft, die ich so für mich spiele, ausprobiert. Und sie hat sehr, sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Die Aufstellung, gerade der zentrale Mittelfeldspieler ist sehr, sehr wichtig. Also in unserem Fall halt dann Kroos oder Wiltshire. Was halt nur der Nachteil für uns jetzt ist, wir haben ja vorher viel auf defensive Mittelfeldspieler auch gesetzt. In dem Fall ist es für uns jetzt scheiße wegen Withers und Conclon, aber Withers werde ich, wenn wir bei der Aufstellung bleiben sollten jetzt, werde ich Withers verleihen. Und dadurch halt mal ein bisschen dann ihm auch Spielpraxis geben. Ja, zentral ist er halt nicht so gut. Oder wir nutzen Withers halt auch noch mit für die Innenverteidigung. Ja, mal gucken einfach. Und ich muss sagen, die Musik, die im Hintergrund läuft, ich werde auch Soundcloud. Ich glaube, sie waren auf Soundcloud. Ich werde auch die Soundcloud-Seite vom MTBRD, ich kann mir den Namen nicht merken. MTBRD, genau. Werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Falls ihr die Musik feiert, da könnt ihr auch direkt das Album kaufen. Da kann man, glaube ich, sogar bezahlen, was man will. Das fand ich sehr cool. Aber ich habe mich sofort in die Musik verliebt irgendwie. Ich finde die so geil zum Zocken. This is love. Vor allen Dingen halt das Lied, wie heißt es? Hier, Give You. Give You ist so geil. Aber das ganze Album ist geil irgendwie. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal weiter zu Basel. Ich sehe auch, wir können uns um unsere Jugendmannschaft kümmern. Mir fällt gerade mal ein, das hat sich gerade übertrieben nach Product Placement angehört, aber nein, das war keins. Ich glaube, für sowas bin ich noch zu klein auf YouTube. Ne, mir gefällt einfach nur die Musik übertrieben gut. So, da haben wir auch schon unser erstes Spiel gegen Basel. Und was ich jetzt auch mal probiert habe, ich habe ja hier die ganze Zeit gesagt, wer wen decken soll. Das lasse ich jetzt dieses Spiel mal weg, einfach um auszuprobieren, wie das dann funktioniert, weil kann ja sein, dass es auch gut funktioniert. Und ich würde sagen, wir machen noch kein Save, nein. Ah genau, meine Hand ist jetzt immer auf der F9-Taste, also wenn irgendwas passiert, ich mache einen Quick-Save. Ich will nicht nochmal, dass sowas passiert wie in der letzten Aufnahme, dass Fußballmanager abschmiert. Und ja, dann würde ich sagen. Oh, die wollen Withers haben für 7. Ja, Withers, komm, Alter, komm. Du wirst verliehen gleich. Wisst ihr was? Wir hauen den jetzt direkt schon mal irgendwo hin, dass wir ihn verleihen können. So, Laie. Spanien, Real Madrid. Real wollt ihr ihn haben? Ja, Real Madrid will ihn leihen. Für 12 Millionen, ja, 12 Millionen kann man mal mit einer Laie verdienen. Dann würde ich aber sagen, sehen wir uns gleich wieder im Spiel gegen den FC Basel.
mit unserer neuen Aufstellung. Ich bin sehr, sehr gespannt, was da rauskommt. Und ja, bis gleich. So, willkommen zum... einmal kurz richten. Champions League Gruppenphasenspiel gegen den FC Basel. Ja, wir spielen mit unserer neuen Aufstellung. FC Basel hier mit einem 4-1-4-1 System. Mit Buff und Frei und Bombardier vorne. Ja, wir spielen heute mit unserer neuen Aufstellung, sage ich mal, mit unserem neuen taktischen System. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich skeptisch gegenüber diesem System. Ich weiß halt nicht, wie das funktionieren wird, ob es funktionieren wird, ob es nicht funktionieren wird. Mit der anderen Mannschaft, mit der ich es ausprobiert habe, hat es funktioniert. Nur habe ich es auch noch nicht 3D ausprobiert. Ich habe es bis jetzt nur im Textmodus gemacht. Aber wir werden sehen. Berardi jetzt am Ball, an Ziegler vorbei. Läuft weit nach vorne. Spielt die Flanke nach vorne, obwohl er keine spielen soll. Da war schon Gabriel. Und wir sehen, wir haben jetzt etwas mehr Leute in der Offensive immer mal wieder. Chambers an Ziegler. Geht da nicht ran. Läuft wieder nach Timbuktu, wohin auch immer. Can geht ran an Ziegler. In der Mitte. Und da ist das 0-1 für Basel. Erdogan Adili. Hey. Whatever. Ich sollte die Leute vielleicht doch decken. Ja, wie decke ich denn hier jetzt, Alter? What the fuck? Nee. Hä? Sala. Ja, machen wir so, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie ich ein 4-1-4-1 decken soll. Ja, da steht es schon 0-1 für Basel. Ja, es hat ja schon mal sehr gut funktioniert. Das war ja schon mal prädestinierter guter Auftakt. So wie ich ihn mir vorgestellt habe. Ja, wo auch immer hier jetzt gerade das Foul lag, wieder. Also im 3D-Modus sind die Schiedsrichter echt, keine Ahnung. Sehr komisch. Würde ich es jetzt nennen. Aber naja. Da ist keiner bei frei. Horn ist aber da. Ja, ich muss mal gucken. Mit der Aufstellung jetzt, mit dem taktischen System. Ich lasse es jetzt für dieses Spiel mal so. Gabriel auf Lukaku. Lukaku direkt. Oh, da war mal eine Chance. Da war mal echt eine Chance. Ja, wir sehen auch hier unten im Bildschirm. Also hier unten sehen wir auch unsere Abwehrreihe ziemlich offensiv. Berardi jetzt. Mit dem flachen Ball auf Gabriel. Gabriel macht diese Drehung. Gabriel! An die Latte. Das war stark jetzt. Das war richtig stark. Ja, vielleicht muss die Mannschaft auch einfach ein bisschen warm werden mit der Taktik jetzt. Özil mit dem Kopf auf Berardi. Auf Özil. Auf Lukaku. Lukaku. Ah, kommt leider nicht vorbei. Adili jetzt gegen Bernat. Bernat auf frei. Sollte bei Adili bleiben. Adili jetzt wieder frei auf dem Flügel. Kroos geht drauf. Nastasic gegen Bobadilla. Bobadilla durch die Beine. Buff jetzt gegen Can. Can regelt das. Sehr schön. Özil wieder vorne auf Gabriel. Gabriel vorbei an Dragovic. Auf Lukaku. Der diese Drehung macht, wo eigentlich jeder immer den Ball abgenommen bekommt. Warum auch immer er die Drehung macht. Er hatte da eigentlich viel Zeit, den Ball anzunehmen. Oh, Can wieder gegen Buff. Oh, komm, das ist eine rote Karte, Schiri. Ganz klar. Ja, man merkt so ein bisschen, dass ich angepisst auf die Schiris hier bin. Weil die pfeifen echt manchmal sich eine Scheiße hier zusammen. Bobadilla, warum kickt gerne auf Bobadilla drauf? Zur Hölle. Mann.
Horn hat die Ecke aber sicher. Ja, wir müssen echt mal Power machen jetzt. Die Mannschaft so ist jetzt echt nicht so Notenbeste, kann man sagen. Die spielt eigentlich relativ scheiße, gerade unsere Mannschaft. Aber das ist auch irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht habe ich, ja, wow. Ernsthaft? Ja, wir haben ja so ein paar gute Aktionen auf jeden Fall. Ist das dein Ernst? Dann macht der eiskalten Freistoßtor. Also ich kann es, also jetzt kann ich es nicht mehr auf die Aufstellung schieben. Also es ist heute echt wieder, genau wie im letzten Spiel, ein Versagen der Mannschaft. Irgendwie so ein bisschen. Aber wir geben nicht auf. Lukaku jetzt an Cher vorbei. Lukaku, na. Und wir hätten ja die ein oder andere Möglichkeit schon, aber die hätten wir einfach machen müssen. 0-2 hier gegen Basel hinten zu legen, das ist echt nicht cool. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie ich auf ein 4-1-4-1 reagieren kann mit Spielern, die gedeckt werden sollen und sowas. Also, naja. Oder lässt Lukaku den Ball übertrieben abprallen. Nastasic auf Bobadilla, macht er gut. Jetzt nochmal gegen Frei. Frei geht aber alleine vorbei. Ja, ich weiß nicht. Irgendwie spielt Basel uns gerade in Grund und Boden. Sala läuft einfach frei durch. Horn ist jetzt wieder da. Nastasic vor Bobadilla am Ball. Neymar auf Özil. Özil auf Lukaku. Lukaku auf Gabriel. Gabriel, ja, scheitert an Dragovic. Also da kommt gerade nicht so viel zustande. Bernat hier schön vor Adili am Ball. Özil. Also so ein Tor vor der Halbzeit für uns wäre jetzt nochmal gut. Lukaku. Ja. Aber das ist das gleiche wie das letzte Mal im Spiel. Die schießen immer noch alle zu früh. Also ich glaube, ich werde auch erstmal ein bisschen weiterspielen mit der Aufstellung. Also ich habe die Aufstellung noch nicht aufgegeben. Trotz, dass wir hier... Ja, was macht Gabriel denn da? Du kannst doch gegen Dragovic nicht anfangen zu dribbeln oder so, wenn du normal schon nicht an ihm vorbeikommst. Auch wenn ich ihm übrigens gesagt habe, er soll nicht dribbeln. Das ist nämlich so eine andere Sache, die mir irgendwie so ein bisschen... Irgendwie kommt mir immer so im 3D-Modus so hinfällig, was ich denen sage, was die machen sollen. Ja, ne? Aber im Moment ist unsere Mannschaft nicht wirklich gut dabei. Wir reden mal mit allen. Es gibt Moral dazu für einige. Für viele gibt es sehr viel Moral dazu hier. Ja, wir spielen mal so weiter. Mal gucken, wie das jetzt hier laufen wird. Und Bernat. Can. Auf Lukaku. Lukaku auf Özil. Özil scheitert an Schuster. Dragovic, Lukaku. Geht schön vorbei. Spielt auf Gabriel. Gabriel direkt. Macht er nicht. Schade. Chambers, Özil, Lukaku. Ah, der Pass kommt leider nicht durch. Ah, Kroos schön vor Bobadilla am Ball. Nimmt jetzt auch frei den Ball ab. Ah, Bernat scheitert da. Adili jetzt wieder im Angriff. Nastasic geht drauf. Er sollte eigentlich bei Bobadilla sein. Und da ist das 0-3. Leute, was macht ihr denn zum Teufel? Und ich habe nicht mal einen Innenverteidiger mitgenommen, ey. Boah, was machen die denn heute? Das nervt mich. Nastasic sollte eigentlich bei Bobadilla sein. Wisst ihr was? Gib jetzt auf die Eier. So, Can deckt jetzt auch noch Bobadilla. Kroos deckt jetzt Buff und ja, super. Keine Ahnung. Oder wisst ihr was? Ich mach das jetzt mal so, dass die einfach gar keinen decken. Ja.
Das ist ja mal ein Musterbeispiel für eine gute neue Aufstellung. Aber gut, was soll man sagen? Die spielen halt alle heute echt, als wären sie Kreisliga. Fußballer. Gabriel immer noch. Auf Lukaku. Ja, super. Wisst ihr, und dann sowas scheitert das dann. Aber unsere Defensive macht heute auch gar keinen guten Eindruck. Die lässt da so ultra viel zu. Ich weiß nicht, woran das liegt, weil das ist ja nicht mal Offensive. Also es ist ja nicht mal anders als bei der anderen Aufstellung heute. Unsere Defensive ist ja immer noch gleich. Genau wie vorher. Ist immer noch eine Vierer-Abwehrkette. Aber die lässt heute einfach so ultra viel zu. Und da gibt es die gelbe Karte nochmal für Bennett. Also ich weiß es echt nicht, woran es liegt heute. Und wie gesagt, ich weiß ja, dass die Aufstellung funktioniert. Nur heute funktioniert sie gar nicht. Gegen Basel. Schade. Ja, sowas alleine schon. Das ist dann Pech. Keiner kriegt irgendwie hin, frei da den Ball abzunehmen, richtig. Also, die spielen heute alle echt nicht so, wie sie spielen sollten. Und sie gehen auch gar nicht aggressiv ran, wie ich ihnen eigentlich gesagt habe. Wobei, Dia kann da machen, was er will gerade. Seht ihr das? Ich verstehe es nicht. Also, ich glaube, im 3D-Spiel funktioniert dieses Taktiksystem nicht so wirklich. Ja, sind wir mal gespannt, wie das dann im Textmodus läuft. So, Neymar scheitert mit der Flanke, obwohl er gar keine Flanke spielen soll. Wir wechseln jetzt mal aus. Verratti, dafür kommt Costa rein. Özil, dafür kommt Ramsey rein. Und Neymar. Können wir gar nicht auswechseln. Wir haben gar keinen dabei. Aber wir wechseln auch mal nach. Na, Nastasic können wir auch nicht. Santon kann der Innenverteidiger? Nee. Aber Chambers kann Innenverteidiger. Ja, ein bisschen. Na, ja, machen wir so. Wechseln dreimal auf. Also dreimal aus. Weil. So viele Leute geben heute richtig auf den Sack in der Mannschaft. Ich würde am liebsten jetzt mal so einen Rundumwechsel machen. Ah, geht mir das auf die Nerven jetzt schon wieder. So, wir machen drei Wechsel. Vielleicht bringt ja irgendeiner was. Keiner geht daran. Ja gut, die Abwehr soll auch erst agieren, wenn die nach hinten kommen. Aber ich glaube, die Aufstellung ist keine Aufstellung fürs 3D-Spiel. Echt nicht. Oder wir haben heute einfach Pech, keine Ahnung. Costa auf Lukaku, Lukaku. Was ist denn das für ein Abschluss? Boah. Meine Güte, Lukaku. Heute wollen sie aber auch einfach kein Tor machen. Lukaku jetzt rüber auf Gabriel. Gabriel macht's direkt, anstatt rüber zu spielen. Ja, heute hat uns Basel echt ausgekontert, also die haben uns heute echt fertig gemacht und irgendwie, jetzt gerade fängt sich die Mannschaft so ein bisschen. Ist stärker, agiert besser. Lukaku geht da schön an Schär vorbei, schießt direkt. Aber ich verstehe auch nicht, warum Lukaku dann da schießt, er hätte locker noch weiterlaufen können. Ja, jetzt gegen Ende läuft es dann ein bisschen besser. Aber
Ja, ich weiß nicht. Ich kann das noch nicht so ganz einsortieren, wie jetzt diese Aufstellung funktioniert oder ob sie funktioniert, ob sie nicht funktioniert. Weiß ich noch nicht. Heute hat sie nicht funktioniert. Aber nach einem Spiel die Aufstellung direkt in den Sand zu werfen, muss man davon nicht machen. Und jetzt gerade funktioniert's ja. Es läuft doch, es geht doch. Der Ball kommt nochmal auf Lukaku. An die Latte wieder. Ne, wir haben heute einfach kein Glück. Das ist so, ja, heute ist einfach ein Tag, wo es bei uns nicht läuft. Aber Ramsey wird da nochmal gelegt. Ja, mit den neuen Leuten jetzt lief es, oder läuft es auf jeden Fall etwas besser. Kroos macht den Freistoß. Leute! Was ist denn das? Ey! Wir haben einfach kein Glück heute. Ist so dreimal Pech gehabt beim Gegentoren. Dreimal übertriebenes Pech gehabt bei unseren Torschüssen. Und dann kommt so ein Ergebnis zustande. Mann. Das war nicht gut heute. Basel heute mit mehr Glück als alles andere. Boah, Leute, komm schon, jetzt aber. Macht wenigstens ein Tor. Gabriel, danke! Gabriel! Boah, hab mich das jetzt abgefuckt, dass wir einfach kein Tor hinbekommen, ne? Aber genau sowas finde ich halt dann geil an der Aufstellung, dass wir nach sowas dann einfach mal 5 Leute in der Offensive haben, die dann da stehen, wo 2 Leute aus der Abwehr da sind. Aber gut, wir haben heute 1-3 verloren jetzt. Weiß nicht. Ich kann das noch nicht richtig einsortieren. Basel war auf jeden Fall viel überlegener als wir. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich im Nachbericht. So, willkommen zum Nachbericht. Ich weiß nicht, was ich von diesem Spiel halten soll. Unsere Mannschaft hat einfach nicht gut gespielt heute. Die Aufstellung, glaube ich, die kann funktionieren. Die kann echt funktionieren. Nur, ich weiß nicht, wir hatten auch übertrieben Pech. Einfach. Guckt euch das an, wir hatten 11 Chancen. 11. 11. Davon ist keine einzige reingegangen. Hätten wir davon 3 Stück gemacht, dann sähe das ganz anders aus. Ja, wir müssen jetzt in der Champions League auf jeden Fall uns noch ranklotzen. Wir sind nur Dritter. Ich will nicht in der Euroleague landen. Erstmal schön weg vom Trainer. Ich sag nämlich, den größten Fehler, den wir jetzt machen konnten, wäre die Schuld beim Trainer zu suchen. Ja, das ist auch so. Ich meine, was? Na. Picken. Ja, ich würde sagen, aber damit beende ich erstmal die Folge jetzt. Ich guck mal, ich werde das jetzt mal schneiden und gucken, ob die Musik GEMA-behaftet ist. Wenn sie GEMA-behaftet ist, dann ja, muss ich die Folge neu aufnehmen. Deswegen auch erstmal nur eine Folge. Und ja, würde ich sagen, haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich mit besserer Leistung. Ciao.